Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung aus der Evangelischen Elisabeth-Klinik aus dem Herzen von Berlin. Heute geht es rund um das Thema Covid-19-Erkrankung und Vera Stier und ich möchten Sie wappnen für all die Fragen, die sicherlich zurzeit auf Sie einstürmen oder die Sie sich eben selber stellen zu den beiden Themen Impfung und Post-Covid-Betreuung. Unser Dank gilt der SYNLAB MVZ Holding Deutschland, die diese Veranstaltung großzügig unterstützt und erst möglich gemacht hat. Wir dürfen Ihnen jetzt Professor Zepp ankündigen, Direktor der Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsmedizin Mainz, aber eben auch seit 1998 Mitglied der Ständigen Impfkommission und damit mitten im Thema Covid-Impfung involviert. Also ich glaube, einer der wenigen Experten, die wirklich über das Thema gut und fundiert aktuell sprechen können. Es ist uns wirklich eine große Freude und Ehre, dass Sie dabei sind, Professor Zepp. Viele Grüße nach Mainz, da sind Sie schon, wunderbar. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag und wir freuen uns, wenn Sie uns mitteilen, wann Ihr persönlicher Impftermin ist. Also einen schönen guten Abend, Frau Behrens, Frau Stier. Vielen Dank für die sehr, sehr freundliche Einführung. Und können wir vielleicht am Schluss in der Diskussion dann schauen, wann welcher Impfstoff kommt. Als Kinderarzt werde ich wahrscheinlich nicht zu denen gehören, die in der ersten Welle geimpft werden, weil man da ein anderes Konzept hat. Die Entwicklung der Impfprogramme ist ja, man kann jede Zeitung aufschlagen, jetzt jeden Tag auf der ersten Seite der Presse. Und ich will mal versuchen, ein bisschen Sie auf den Stand zu bringen, den wir jetzt haben, was die nächsten Monate in Deutschland angehen. Und dazu nehme ich jetzt erstmal meine Präsentation hoch und gebe den Bildschirm frei. Und um sicher zu sein, sehen Sie die Präsentation jetzt? Wunderbar, ja. Perfekt. Also aktuelles Update, Covid-19-Impfstoffe vor dem Hintergrund von Herrn L. habe ich das aufgenommen hier. Und wir steigen mal ein. So, genau. Nur ganz kurz zum Einstieg. Wie ist die aktuelle Entwicklung der SARS-CoV-2-Pandemie in Deutschland? Das sehen wir auf der linken Seite, als die erste Welle der Pandemie aufgetreten ist im März, hat man ja doch sehr zügig im Prinzip Hygienemaßnahmen ergriffen, damals noch ungewiss, wie sich das Ganze entwickelt. Aber man sieht, dass ein solches Konzept, vor allen Dingen, wenn die Bevölkerung sehr gut befolgt, und das ist sicherlich damals, also Risikoperzeption hat ja was damit zu tun, wie stark Menschen auch eine Bedrohung wahrnehmen. Damals ist die sehr hoch gewesen. Dann hat es auch sehr schnell im Prinzip zum Abflachen der Kurve geführt. Und wir haben eine sehr gute Sommerzeit gehabt. Das ist sicherlich auch dadurch bedingt, dass die meisten Atemwegserreger eben in der warmen Jahreszeit keine so hohe Transmission zwischen ihren Wirten haben. Und wahrscheinlich hätten wir ein bisschen die Zeit besser nutzen können, denn dann ist es am Ende September quasi in die zweite Welle gekommen. Das war am Ende jedenfalls für Infektionsepidemiologen nicht unerwartet. Also in allen großen Epidemien oder Pandemien ist es so gewesen. Ein ganz typischer Verlauf, den man zum Beispiel auch 1918 gesehen hat. Die zweite Welle der sogenannten spanischen Grippe ist in gleicher Weise verlaufen, sind auch die meisten Menschen betroffen gewesen. Bedauerlicherweise, hat unsere Bevölkerung ganz offensichtlich die Intensität des Geschehens nicht ganz so wahrgenommen, denn jetzt bis zum heutigen Tag ist es uns ja nicht gelungen, die Welle so richtig zu brechen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wir so Schritt für Schritt immer neue Maßnahmen ergriffen haben. Die relativ aktuellen von letzter Woche Daten vom Robert-Koch-Institut suggerieren vielleicht, dass wir langsam dort in eine Umkehr gehen. Also das Problem ist nicht gelöst im Augenblick, und diese Darstellung aus dem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts zeigt nochmal die Verteilung der Infektionen über die verschiedenen Altersgruppen. Und da sieht man, ich habe als Kinderarzt mal da vorne die pädiatrischen Altersgruppen herausgenommen, da sieht man, das sind im Prinzip eher die Gruppen, die wenig betroffen sind. Man kann auch sagen, wir Kinderärzte sehen ganz, ganz selten schwere Verläufe. Wir haben in den 9 Monaten hier in der Universitätsklinik in Mainz 2 Kinder mit so einem systemischen Inflammationssyndrom gesehen, die sich aber dann alle gut erholt haben, also so ein ähnlich Kawasaki-Syndrom ähnlichen Verlauf. Ansonsten sind es vor allen Dingen kleine Säuglinge, die durch ihre Eltern angesteckt werden, die wir zur Überwachung aufnehmen, aber die tatsächlich
keinen schwerwiegenden Verlauf haben. Und daraus ist auch nachvollziehbar abzuleiten, dass eben Kinder natürlich auch erkranken können und in einem Infektionsgeschehen, wie wir es aktuell haben, auch natürlich eine höhere Erkrankungszahl haben. Aber dadurch, dass sie keine Klinik haben, dass sie weder niesen oder husten, also weniger Tröpfchen oder Aerosole erzeugen, sind sie tatsächlich am Ende auch nicht so ansteckend wie zum Beispiel Erwachsene, die mit akuten Erkrankungssymptomen auftreten. Und man sieht, eine große Gruppe sind natürlich die jungen Erwachsenen, die sich auch freizügiger bewegen. Im Alter sind die Kontakte weniger, aber wenn Sie mal unten in die Tabelle gehen, dann sehen Sie, dass die Todesfälle eben in der älteren Gruppe, eben 70 bis 79, 80 bis 89 oder gar über 90, dass diese Patienten- oder Menschengruppe in unserer Gesellschaft eben die höchste Morbidität im Sinne von schwerer Erkrankung und vor allen Dingen auch Letalität erleben. Und das macht es plausibel. Ich habe hier nochmal die Todesfälle aufgezeigt aus einer Publikation, ebenfalls das Robert-Koch-Institut. Das macht es natürlich plausibel auch, dass eine Impfstoffentwicklung zunächst mal einen Fokus auf die Altersgruppen hat, die besonders betroffen sind und auf die Altersgruppen, die es besonders verbreiten. Und es ist so, dass es jetzt erst langsam Studien gibt, die sich auch auf jüngere Altersgruppen, eben das Jugendalter beziehen, im Kindesalter. Da würde ich mal sagen, also unter 12 Jahren gibt es im Augenblick eigentlich noch keine strukturierten Studien. Bei den Zulassungsstudien der Impfstoffe, die wir jetzt bald sehen werden, von Pfizer-BioNTech und von Moderna, ist der Altersschnitt unten 16 Jahre, sind beide ab 16 Jahren zugelassen. Also ein guter Grund und ein großes infektiologisches Problem, das es natürlich auch erforderlich macht, zu versuchen, durch Präventivmaßnahmen, Impfungen im Prinzip einen zusätzlichen Schutz der Bevölkerung zu erzeugen. Nun ist es so, habe es eben schon mal kurz erwähnt, die ersten Beobachtungen der SARS-CoV-2-Infektion und die dazugehörige Krankheit ist ja eben Covid-19, sind für uns so im Anfang des März gegenwärtig geworden. Das heißt, wir blicken jetzt auf 9 Monate Erfahrung mit dieser Viruserkrankung zurück und tatsächlich sprechen wir ja schon heute von eben Impfprogrammen mit Impfstoffen und ich will, dazu habe ich diese Arbeit aus dem New England Journal im November genommen, die eigentlich nochmal klar macht, wie lange dauert es überhaupt normalerweise, einen Impfstoff zu entwickeln. Dann sind also 5 bis 10 Jahre, was völlig normal ist. Das heißt, man identifiziert zunächst mal den Erreger, studiert seine Biologie und sein Replikationsverhalten, um dann quasi ein Konzept zu entwickeln, das Konzept zunächst mal in der Präklinik im Tierversuch zu untersuchen. Alleine das dauert oft 3 bis 8 Jahre. Dann geht man die Phase 1 meistens an gesunden Erwachsenen, geringen Zahlen, um überhaupt, sagen, Proof of Principle und zu prüfen, ob der Kandidatimpfstoff, den man entwickelt hat, ob diese Vakzine tatsächlich eine Immunantwort erzeugt und ob diese Immunantwort einen Bezug zur protektiven Immunantwort darstellt. Von dort geht man eben in Phase 2 mit einigen hundert oder oft so etwa um 500 Teilnehmern, die das Ziel hat, die optimale Dosis zu identifizieren. Da hat man natürlich schon Aspekte der Sicherheit, der Reaktogenität des Impfstoffes betrachtet und vor allen Dingen die Immunogenität, also erzeugt der Antikörper der Impfstoff oder auch eine T-Zellantwort. Und das Wichtigste für die Entwicklung des Impfstoffs am Ende des Tages ist es natürlich, zu zeigen, dass er wirksam ist. Also es gibt bei fast keinem Impfstoff eine klare Korrelation zwischen der Konzentration oder der Höhe der Antikörperspiegel und der Wirksamkeit der schützenden Qualität. Und so ist es am Ende so, dass man tatsächlich in der Phase 3 eben Tausende oder Zehntausende von Menschen untersucht, um zu zeigen, dass, sage ich mal, in der geimpften Teilpopulation die Infektionserkrankung seltener auftritt als in der nicht geimpften. Und das ist jetzt bei den Impfstoffen, die nahe vor der Zulassung stehen, eben von Pfizer-BioNTech oder auch von Moderna oder auch von AstraZeneca geschehen. Da hören Sie oder lesen Sie jetzt immer eben Studien mit Teilnehmern in der Größenordnung von 40.000, 44.000, 38.000. Das sind große Studiengruppen, von denen dann die Hälfte den Impfstoff bekommen und die andere Hälfte eben nicht. Am Ende bei dem
Impfstoff von Pfizer-BioNTech sind es quasi rein rechnerisch 22.000. Tatsächlich haben etwa 18.000 dann auch beide Impfdosen bekommen. Das ist sehr viel, aber da muss man sich darüber klar sein, das ist heute in der Impfstoffentwicklung absolut nichts Ungewöhnliches. Bei der Entwicklung der HPV-Impfstoffe zum Beispiel sind in jeder Gruppe bis zu 50.000 Teilnehmerinnen gewesen. Also ich sag mal, das ist im Prinzip der Standard mittlerweile, den wir erwarten, um auch sehr gute Nebenwirksamkeitsdaten, aber auch Sicherheitsdaten zu haben. Und es ist völlig klar, wenn ich 10.000 Menschen untersuche, dann kann ich ein Sicherheitsrisiko statistisch gesehen in einer Häufung von 1 zu 10.000 angeben. Und wenn ich jetzt aber eine Nebenwirkung, die einmal unter 100.000 auftritt, erfassen will, dann müsste ich im Prinzip auch in dieser Größenordnung geimpft haben. Und so wird es, und das wird auch jetzt nicht so anders sein, so sein, dass wir in den folgenden Monaten und Jahren immer noch quasi, und die Hersteller werden dazu auch verpflichtet werden, monitorieren, was beobachten wir alles, wenn wir zum Beispiel eben 1 Million oder mehrere Millionen Menschen geimpft haben. Eindrucksvoll finde ich diese Darstellung schon, denn wir haben quasi einen Entwicklungsprozess, der normalerweise eben locker 10 Jahre dauert, jetzt auf 9 oder 12 Monate eingedampft. Das ist schon extrem ungewöhnlich. Das ist zum einen dadurch möglich geworden, dass man neue Technologien entwickelt hat, wie die RNA-Impfstoffe, und zum anderen dadurch, dass natürlich extreme Ressourcen freigesetzt wurden, um also finanzielle Unterstützung durch Staaten, um solch eine Entwicklung, voranzutreiben. Aktuell sind insgesamt über 200 Projekte in der Welt am Laufen, von denen ich Ihnen hier faktisch dargestellt habe, welche aktuell sich in Phase 1, 2 oder 3 befinden. Wenn Sie da unten das sehen, das ist faktisch eine Internetseite der New York Times, die auch frei zugänglich ist. Die kann ich nur empfehlen, weil dort sehr, sehr gut aktuelle Daten immer wieder eingespielt werden, es auch ein bisschen populärwissenschaftlich dargestellt ist. Und ich sag mal, das habe ich gestern korrigiert, weil diese Kurve, diese Zahlen ändern sich nahezu täglich. Also wir haben jetzt 40 Projekte in der Phase 1, alleine 15 in der Phase 3, und hier finden sich dann schon BioNTech oder auch Moderna, also eingeschränkte Zulassung. Da kommen wir ganz am Schluss nochmal drauf, was das bedeutet. Zugelassen, das sind solche Impfstoffe, die sind nicht bei uns, sondern in den Arabischen Emiraten zugelassen oder in China. Ein Impfstoffprojekt in Australien ist gerade in diesen Tagen abgebrochen worden. Auch interessant, weil man Dinge nicht voraussagen kann. Dieser Impfstoff hat tatsächlich auch schützende Antikörper erzeugt, aber interessanterweise haben einige Probanden nach Applikation dieses Impfstoffes HIV-spezifische Antikörper entwickelt. Man kann das nicht erklären. Die haben natürlich keine HIV-Infektion gehabt, aber das ist am Ende des Tages ein solches Phänomen, das auch biologisch, immunologisch nicht gut erklärbar ist. Keine Situation, in der der Impfstoff dann am Ende weiterentwickelt werden wird. Also, wie funktioniert das mit der Impfstoffentwicklung? Sie alle haben im Prinzip diese Grafik schon mal in der einen oder anderen Form gesehen. Das ist das SARS-CoV-2, also das Coronavirus. Und das Coronavirus trägt auf seiner Oberfläche im Prinzip diese Spikes, diese Keulen, die ihm auch am Ende als Corona den Namen gegeben haben. Und das ist im Prinzip das Rezeptormolekül, der Schlüssel, mit dem das Virus quasi über den Angiotensinrezeptor in die Zelle eindringen kann. Und es ist plausibel bei den meisten Impfstoffentwicklungen, dass man das auch als Zielorgan, als Zielstruktur für die Impfstoffentwicklung nimmt. Denn das ist das, was unser Immunsystem als erstes sieht. Das Spike-Protein setzt sich aus drei gleichen Elementen zusammen, die fusioniert werden, und das quasi dann, wenn es durch einen Antikörper erkannt wird, zeige ich gleich noch eine Grafik zu, dann verhindert, dass wir zur Infektion kommen können. Jetzt laufen mir meine zu schnell weg. Wie kann man einen solchen Impfstoff herstellen? Der konventionelle Weg wäre, wenn Sie es hier auf der Seite sehen, dass man im Prinzip einfach das Protein herstellt. So können Sie Hepatitis B-Impfstoffe oder Pertussis-Impfstoffe eben sehen, dass man es dann adjuvantiert, eben mit einem Hilfsstoff versieht und dann eine Immunantwort erzeugt. Das gibt es auch, da werden auch die meisten Projekte im Augenblick durchgeführt. Allerdings haben Sie wahrscheinlich in der Tagespresse gelesen, dass das gemeinsame Projekt von Sanofi Pasteur und GSK, also GSK ist einer der Vorreiter von modernen Adjuvantien, liefert das Adjuvans, und Sanofi Pasteur liefert das Spike-Protein als Protein, als rekombinant hergestellt. Das Protein, dass dieses gut in jungen Menschen bis 50 Jahren wirkt, aber nicht bei älteren Menschen, sodass man gewissermaßen zum Zeichenbrett zurückkehren muss und den Impfstoff neu formuliert. Ganz, ganz heiß diskutiert sind genetische Impfstoffe, die quasi
nicht mehr das Eiweiß, sondern einfach nur noch den Bauplan, die RNA, in diesem Fall Coronaviren sind RNA-Viren enthält. Oder aber Vektorimpfstoffe zeige ich Ihnen auch noch. Da verpackt man im Prinzip die genetische Information anders. Inaktivierte Impfstoffe würde bedeuten, dass wir das Virus kultivieren und dann inaktivieren oder aber gar lebend attenuierte Impfstoffe haben. Das sind etwas aufwendige Dinge, weil dazu müssen wir das Virus erstmal gut virologisch im Griff haben, kultivieren können, um es dann auch attenuieren zu können. Das wird sicherlich länger dauern. Genetische Vakzinen habe ich eben gezeigt. Ups. Genetische Vakzinen bestehen in diesem Fall hauptsächlich aus RNA, weil das Virus im Prinzip seinen Bauplan auch in RNA verortet hat. Das ist aber auch gut zu wissen, wenn man diese Impfstoffe nimmt, denn wichtig für auch die Menschen, die sich immer sorgen, ist das ein Problem oder ein Risiko? Das ist es nicht, weil RNA natürlich in jeder unserer Körperzellen permanent benutzt wird, um Informationen aus dem Zellkern in das Zellzytoplasma zu transportieren und dann über Ribosomenanbindungen zum Beispiel Proteine herzustellen. Und ein Merkmal von RNA ist es, dass es sehr kurzlebig ist. Das heißt, dass es in kürzester Zeit von RNAs abgebaut wird. Und die Kunst, einen RNA-Impfstoff herzustellen, besteht eigentlich darin, diese RNA so zu stabilisieren, dass sie nicht in Sekundenbruchteilen nach der Injektion im Impfling einfach durch die RNAs abgedaut wird. Das ist aber mittlerweile den verschiedenen Entwicklern sehr gut gelungen. DNA-Ansätze gibt es auch, ist etwas komplexer und spielt im Augenblick in der nahen Zukunft wahrscheinlich keine Rolle. Und Sie sehen, das sind eine ganze Reihe von Gruppen, die dort drin arbeiten, wie BioNTech oder Moderna, aber in eine andere Entwicklung, wie unten CureVac aus Tübingen, ist auch eng dabei, gerade am Montag in die Phase 3 eingestiegen. Also da können wir auch erwarten, dass ein Impfstoff in den nächsten 3 bis 4 Monaten wahrscheinlich verfügbar sein wird. Also das ist eine ganze Gruppe. Was sind virale Vektorimpfstoffe? Bei den RNA-Vakzinen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, hier von dieser Gruppe ist es so, dass die RNA in ein Nanopartikel verpackt wird. Ich zeige Ihnen gleich dazu auch noch eine Grafik, um in die Zelle zu gelangen. Wir können diese RNA aber auch zum Beispiel in ein Viruselement verpacken, ein Virus, das für uns Menschen nicht oder wenig pathogen ist, wie Adenoviren zum Beispiel. AstraZeneca und die Oxford-Universität, die mit AstraZeneca einen solchen Impfstoff entwickelt ein Adenovirus, das aus Schimpansen kommt, das bei uns im Prinzip keine relevante Immunantwort erzeugt. Und das wird als Vehikel benutzt, um es in das Immunsystem anzubieten. Gibt es auch ein Gorilla-Adenovakzin oder man kann auch das Wasern-Virus oder ein Stomatitis-Virus eben benutzen. Projekte sind hier unterwegs und Sie sehen auch, also sagen wir mal, oben CanSinoBio oder ein chinesisches oder ein russisches Projekt ist relativ weit fortgeschritten, aber auch das Institut Pasteur oder Merck arbeiten an solchen Projekten. Wir werden dann hoffentlich im nächsten Jahr eine größere Zahl an alternativen Impfstoffen auch zur Verfügung haben. Das ist ganz, ganz wichtig in der Entwicklung, denn kein Hersteller auf der Welt ist in der Lage, den Bedarf, den wir im Augenblick vor uns sehen, tatsächlich zu decken. Das habe ich eben gesagt, eben proteinbasierte Impfstoffe, GSK, Sanofi Pasteur arbeiten daran. Wir stellen das Protein, wir adjuvantieren es. Auch da ist von allen, die sich im Augenblick auf diesem Feld bewegen, wahrscheinlich das amerikanische Unternehmen Novavax am weitesten fortgeschritten. Da würden wir auch im Frühjahr nächsten Jahres eine Zulassung, allerdings zunächst mal nur in den USA erwarten. Und dann eben ein russisches und ein chinesisches Projekt befassen sich mit inaktivierten Viren. Diese Impfstoffe oder über diese Impfstoffe wissen wir eigentlich noch nicht sehr viel, während sie praktisch in den entsprechenden Ländern schon sehr aktiv eingesetzt werden. Allerdings sind in beiden Ländern auch die Bedingungen zur Durchführung von Studien sicherlich ein bisschen anders als das, was wir im angelsächsischen Bereich oder eben in Europa alle Erwartungen haben. Hier nun eine Übersicht über die Impfstoffe, die wir im nächsten Quartal eben erwarten. Und ich habe das mal hier rausgegriffen. An erster Stelle eben Pfizer-BioNTech, die jetzt die Medien und die allgemeine Presse seit Tagen im Griff haben. Gleichzeitig ist eine Produktion eines amerikanischen Unternehmens Moderna auch schon nein, eigentlich gestern schon auch mit einer Notfallzulassung in den USA versehen worden. Und auf der anderen Seite 2 Adenovirus-typische Produkte, das von Oxford, AstraZeneca und Johnson & Johnson, die im Januar
eine Zulassung anstreben und unten eben CureVac aus Deutschland. Sie sehen also am ganz vorderer Stelle eben mRNA-Vakzin. Das ist eine Technologie, die es erlaubt, sehr, sehr schnell zu einem Impfstoff zu bekommen. Sie müssen im Prinzip das Genom des Virus ausgelesen haben und dann können Sie im Prinzip den RNA-Schnipsel herstellen, der das Spike-Protein beschreibt und dann müssen Sie ihn nur noch so stabilisieren, dass er nicht gleich zerstört wird nach der Injektion, damit er mit dem Immunsystem interagieren kann und dann verpacken. Ich zeige Ihnen gleich, wie die Pfizer- und Moderna-Vakzinen verpackt sind. Und dann hat man tatsächlich dramatisch, man gewinnt sicherlich Jahre an dieser Stelle, dramatisch schnell einen neuen Impfstoff entwickelt. Ganz kurz zu den Resultaten, die wir betrachten, zeige ich Ihnen auch die aktuellsten Publikationen, die Anfang der Woche noch erschienen sind dazu. Also der Impfstoff BioNTech hat verschiedene Varianten gehabt. Die Variante 2 ist dann faktisch in die Phase 3 gegangen mit 44.000 Teilnehmern. Es sind Menschen zwischen 16 und 85 Jahren untersucht worden. Und der Endpunkt war, PCR-bestätigte Infektionen zu erfassen. Und tatsächlich hat man dann 7 Tage nach der zweiten Dosis, nach der ersten Dosis sind nahezu nur 30% der Menschen teilgeschützt, aber 7 Tage nach der zweiten Dosis hat man in der Placebo-Gruppe 162 Fälle gehabt, die per PCR bestätigt waren, und 8 in der Impfstoffgruppe. Und das ist rechnerisch dann eine Wirksamkeit von 95%. Sind natürlich noch kleine Zahlen, die werden nachgebessert werden, je mehr Informationen über den Impfstoff vorliegt. Aber ich sag mal, das ist über alles ein Ergebnis, das wir so nicht erwartet haben. Wir hatten eigentlich eher gedacht, dass die Impfung in der Größenordnung der Influenza-Impfung vielleicht bei 60, 70% einbringt. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für die Impfprogramme, die geplant werden. Der Impfstoff macht neutralisierende Antikörper, also Antikörper, die das Virus so abbinden, dass es die Zelle nicht mehr eindringen kann und auch eine T-Zellantwort. Das ist wichtig, denn die Antikörper, die sehen wir nicht so lange, die schwinden relativ zügig wieder, aber die T-Zellantwort scheint deutlich stabiler zu sein und in der Entwicklung hat es bisher keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gegeben. Das Gleiche können wir für den Moderna-Impfstoff, der ja auch im Januar, Mitte Januar wahrscheinlich hier eine Zulassung von der Europäischen Agentur bekommt, sagen: Studie mit 30.000 Teilnehmern, gleiches Altersspektrum. Da hat man im Prinzip 90, 95 Fälle erfasst nach der zweiten Impfung, 90 in der Placebo-Gruppe, 5 in der Währunggruppe. Das ist also eine fast vergleichbare Wirksamkeit. Interessant, weil das wurde in der BioNTech-Pfizer-Studie nicht untersucht, leichte und schwere Fälle. Tatsächlich hat man hier das differenziert. Klinisch schwere Fälle sind nur im Placebo-Arm aufgetreten und faktisch 90 von 90 waren 11 schwere Fälle. Auch hier keine schweren Nebenwirkungen. Nur noch mal ein ganz kurzer Exkurs. Wie funktioniert das denn, wenn wir das sehen? Man hat also die RNA, die ist in ein Lipid-Nanopartikel verpackt. Warum ein Lipid-Partikel? Damit dieses kleine Paket sehr gut die Zellmembran überwinden kann. Es wird also quasi durchgeschluckt und dann kann die RNA freigesetzt werden, kann in die Ribosomen gehen und das soll dann das Protein erzeugen. Das heißt, quasi in der Zelle wird die RNA abgelesen, es werden diese Teilelemente der Spike-Proteine erzeugt, die dann sich zu einem Spike-Molekül zusammenfügen. Und dieses Molekül kann entweder auf der Zelle exprimiert werden, dann sagt das Immunsystem: Hallo, das stimmt nicht, das gehört nicht dahin, oder aber auch sezerniert werden. Und dann kommen diese Spike-Proteine zum Beispiel in die Lymphknoten zu den dendritischen Zellen, die die aufnehmen, quasi verarbeiten und dann aus dem T-Zellsystem. Und deshalb ist es wichtig, eine T-Zellantwort zu entwickeln. Das können Protein-Antigen-Impfstoffe eben nicht so gut erzeugen. Dann quasi das Immunsystem anzusprechen und die T-Zelle stimuliert dann die B-Zelle, entsprechende Antikörper zu machen, die dieses Molekül binden können. Und hier ist es jetzt noch auf der antigenpräsentierenden Zelle. Aber wenn jetzt das Virus vorbeikommt, können Sie sich vorstellen, dann haben wir eine große Zahl von Antikörpern, die sitzen da drauf, erkennen das Spike-Protein und verhindern damit die Infektion. Das ist die Theorie dahinter und der Erfolg der Impfprogramme und der Impfstudien zeigt, dass das auch im wirklichen Leben klappt. Ganz kurz, es gibt zwei Publikationen zu dem Impfstoff von BioNTech. Das ist aus einer früheren Publikation, die im Oktober erschienen ist und die zeigt, man hat verschiedene Konzentrationen untersucht, 10, 20 und 30 Mikrogramm. Und hier hinten, das ist das, was man angestrebt hat. Das sind Serien von Menschen, die erfolgreich die Infektion überstanden haben. Und Sie sehen insbesondere bei der 30 Mikrogramm Dosierung, das ist auch die Enddosierung für den Impfstoff, der jetzt im Umlauf ist,
kommt man quasi in die gleiche Größenordnung, sogar ein bisschen höher als Rekonvaleszentenserum. Das ist also das Signal, das sind neutralisierende Antikörper, also die Subpopulation, die das Virus bindet. Und dann gehen wir mal in die aktuelle Publikation von Ende letzter Woche hinein. Und dann sehen wir, das sind die Wirksamkeitsdaten, das sind im Prinzip die Fälle, die man beobachtet hat. Das ist die Währunggruppe und die Placebo-Gruppe, aufgesplittet nach den Altersgruppen. Und Sie sehen, dass man natürlich die meisten Teilnehmer in der Studie in den Altern zwischen 16 und 55 gehabt hat, aber auch einen gewissen Teil in der über 75-jährigen Altersgruppe. Und dann sieht man zum Beispiel eben, hier sind 5 Fälle gewesen in der gleichen Altersgruppe 114 und bei den sehr älteren Menschen über 75 Jahre kein Fall in der Währunggruppe und 5 in der Placebo-Gruppe. Also die Wirksamkeit über alles kommt etwa auf 95% raus. Der Impfstoff hat eine gewisse Reaktogenität nach Impfung und das ist auch nicht wirklich unplausibel. Denn was bedeutet RNA, wenn ich sie injiziere in meinem Körper? Wenn sie nicht innerhalb in der Zelle liegt, dann ist sie für mein Immunsystem das Signal, hallo, da kommt eine Virusinfektion. Und aus diesem Grund wird nach der Injektion des Impfstoffes tatsächlich auch messbar in den Impflingen Alpha-Interferon produziert. Und das ist genau wie wenn Sie eine Grippe bekommen. Das erzeugt dieses Gefühl der körperlichen Abgeschlagenheit, manchmal auch ein bisschen Fieber und diese Gliederschmerzen. Der Unterschied zur Virusgrippe oder zu irgendeiner Virusinfektion, die Ihnen dieses Problem über Tage bereitet, zum Impfstoff ist, dass das üblicherweise nach 24, 36 Stunden abgeklungen ist. Aber jetzt für erwachsene Menschen, der bewegt sich in seiner Reaktogenität dann doch sicher so in der Größenordnung wie zum Beispiel auch der Gürtelrose-Impfstoff, der vor kurzem auch zugelassen wurde. Also 30 bis 60% der Teilnehmer haben hier faktisch Müdigkeit oder Kopfschmerzen oder auch mal so ein bisschen wie Schüttelfrost, wobei aber nur ein kleinerer Teil, eben 10 bis 15%, tatsächlich erhöhte Körpertemperatur entwickelt. Das ist bei der zweiten Dosis etwas stärker als nach der ersten Dosis. Das zeigt im Prinzip die aufbauende Immunantwort. Und vielleicht auch ein ganz interessantes Phänomen, das hier sind 16- bis 55-jährige Impflinge in der Studie gewesen. Wenn ich die über 55-Jährigen nehme, dann sehen Sie, mit dem zunehmenden Alter wird die Reaktogenität etwas schwächer, weil einfach das Immunsystem langsamer, zögerlicher reagiert. Und erfreulicherweise hat sich bisher noch nicht dargestellt, dass man deswegen, weil man hier weniger lokale oder systemische Nebeneffekte hat, dass man deswegen eine schwächere Immunantwort bekommt. Also das werden natürlich weitere Studien noch zeigen, aber bisher muss man sagen, ältere Menschen sind eher weniger belastet durch die Reaktogenität denn jüngere Menschen. Zeigt hier nochmal faktisch den Verlauf. Das ist die erste Impfung bei dem BioNTech-Impfstoff, nach 3 Wochen die zweite. Und dann sieht man im Prinzip, nach der ersten Impfung hat man noch keinen so relevanten Schutz. In beiden Populationen treten Covid-19-Ereignisse auf. Nach der zweiten Impfung im Prinzip dann eine stabile Situation mit wenigen Fällen, während die Kontrollgruppe, das Placebo, im Placeboarm eben weiter mit Infektionen zu kämpfen hat. Das zeigt sich also sehr gut, dass man erst so ab der zweiten Woche hier einen Impfstoffeffekt wahrnehmen kann. Ist aber auch nicht unplausibel, denn unser Immunsystem braucht einfach 14 Tage, um entsprechende Abwehrreaktionen im Ansatz aufzubauen. Ganz kurz, es gibt keine anderen Daten, das habe ich aus dem Zulassungsfile, das kann man im Internet bei der amerikanischen Zulassungsbehörde suchen, für Moderna gefunden. Da sieht man im Prinzip den Plot, den Sie eben auch gesehen haben, und das ist ein ähnliches Muster. Moderna hat 0 und nach 28 Tagen, und dann sieht man auch hier quasi ein stabiles Verhältnis bei der geimpften Gruppe gegenüber den nicht Geimpften, die dann eben weiter Infektionen entwickeln. Moderna hat bisher nur begrenzt Sicherheitsdaten entwickelt, aber im Großen und Ganzen ist es vergleichbar. Der Arm schmerzt, aber das ist faktisch auch bei vielen anderen Impfstoffen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gürtelrose-Impfstoff bekommt, auch so. Auch das ist passagier. Und dann etwa 60 bis 70% haben Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen. Im Übrigen, das ist in den Studien auch geschaut worden, das hält für 24, 36 Stunden an und man kann es sehr gut, ohne die Immunantwort auf die Impfung zu beeinträchtigen, auch mit einem Antiphlogistikum abfangen, sodass man also, sag mal, diesen Nebeneffekt auch
präventiv schützen kann. Ganz kurz noch zu den ersten Daten, die CureVac veröffentlicht hat, die jetzt in Deutschland in die Phase 3 gehen. Dann sieht man hier, CureVac hat ein bisschen anderes Konzept, sodass man einfach nur 12 µg braucht, im Impfstoff eine Impfung herzustellen. Und das ist hier diese Gruppe. Und dann sieht man auch hier Rekonvaleszentenserum. Der Impfstoff erreicht also offensichtlich auch schützende, neutralisierende Antikörper. Eigentlich haben wir das auch erwartet, weil im Prinzip dass die Zusammensetzung sehr ähnlich ist. Ich glaube, das aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werde ich nur ganz kurz streifen. Ich wollte nur noch mal sagen, wir haben viel Diskussion gehabt, warum geht die EMA so langsam oder warum ist es faktisch, dauert es hier länger. Das hat damit zu tun, dass man in den USA oder in England keine Zulassung hat, sondern man hat einfach nur einen Notfallzulassung. Das Wort Zulassung ist dort eigentlich falsch. Man darf faktisch in diesem Fall eine Vakzine in den Verkehr bringen, ohne dass sie komplett geprüft ist, während faktisch wir in Europa gemeinsam eine bedingte Zulassung machen, die für ein Jahr gilt und der Hersteller. Der wesentliche Unterschied ist, bei der bedingten Zulassung liegt die Haftung beim Zulassungsinhaber. Das heißt, der Hersteller ist unverändert für sein Produkt verantwortlich. Bei dem, was man in den USA oder in England gemacht hat, die schnelle Inverkehrbringung, nimmt dem Hersteller die Verantwortung für sein Produkt, halte ich nicht für ein gutes Konzept. Ich denke, eine bedingte Zulassung ist tatsächlich Sicherheit auch für die Menschen, die den Impfstoff bekommen. Und ganz kurz, das ist ja gestern dann rausgekommen, wir werden in Deutschland nicht endlos viele Impfstoffe haben. Ich habe heute Morgen gehört, in den ersten Wochen 40.000 Dosen für Deutschland. Das bedeutet, wir können 400.000 Dosen, wir können 200.000 Menschen impfen. Das sind natürlich bezogen auf 80 Millionen Menschen nicht sehr viele und deshalb muss man priorisieren. Das hier können Sie, das ist auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts gestern Abend hochgeladen worden. Das ist ein Stufenplan zur Priorisierung. Und an erster Stelle stehen, wie in vielen Ländern, Senioren in Altenpflegeheimen und in Seniorenheimen, aber auch zu Hause. Plus Personal mit hohem Expositionsrisiko, damit meinen wir in Notaufnahmen die Menschen, die die Covid-Patienten in den Kliniken betreuen, Rettungsdienste oder aber auch Anästhesisten oder HNO-Ärzte, die in aerosolgenerierenden Aufgabenbereichen sind. Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt, das könnten eben in Altenpflegeheimen sein oder in onkologischen Abteilungen, Palliativmedizin und die mobilen Impfteams, die gehen wird. Und dann im Prinzip andere Bereiche in Altenpflegeheimen. Das heißt, es können nicht alle am ersten Tag oder in den ersten Wochen Impfstoffe bekommen. Wahrscheinlich werden wir im ersten Quartal maximal 12 Millionen Dosen haben. Diese Gruppe in Stufe 1 sind schon 9 Millionen Menschen. Also man muss verstehen, dass es eine Diskussion gibt. Und wahrscheinlich werden die Bundesländer innerhalb dieser Priorisierungsgruppe nochmal eine Reihung vornehmen müssen, weil gar nicht genug Impfstoffe da sind. Ziel ist es aber natürlich auch, die Menschen, die eine extrem hohe Morbidität haben und die jetzt in den Intensivstationen zu nehmen, einmal zu schützen, aber damit auch die Intensivstationen, das Gesundheitswesen als Ganzes zu entlasten. Denn natürlich haben wir auch Nebeneffekte wie die Tatsache, dass Menschen mit anderen Problemen, Herzinfarkten oder eben Schlaganfällen auch ein Problem haben, dann intensivmedizinisch betreut zu werden. Es geht also darum, uns wieder handlungsfähig zu machen. Und hoffentlich, wenn das klappt, dann werden wir im nächsten Jahr, das ist eine ältere Dame, 90 Jahre, Maggie, die jetzt vor letzter Woche in UK geimpft wurde, dann viele solche erfreuliche Ereignisse haben und tatsächlich endlich einen Impfschutz haben. Und das war es, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich das stoppen, glaube ich. So, ist es so in Ordnung? Ja, dann ganz vielen Dank für den wunderschönen Vortrag. Ich glaube, der hat nochmal ganz viel Aufklärung gebracht und ganz viele Fragen schon geklärt, die sich jetzt uns im Alltag gestellt haben, auch wo wir konfrontiert worden sind mit einem neuen Impfstoff, den wir noch gar nicht kennen. Für uns ergeben sich jetzt trotzdem noch Fragen, die auch für den Alltag ganz wichtig sind. Und ich würde einfach mal losschießen und die Fragen Ihnen stellen. Kann ich trotz Impfung erkranken und muss ich nach der Impfung noch eine Maske tragen? Das ist ja eine wesentliche Frage, ja. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Also ich sage mal so, wenn der Impfstoff 90% Wirksamkeit hat, das heißt, dann ist einer von 10 immer noch empfänglich. Also ist praktisch, das ist halt eben bei so einer schnellen Zulassung. Bei einer ruhsamen Zulassung, dann hätte man sich jetzt die 8 Fälle angeschaut und hätte gesagt, was ist mit denen? Sind das Impfversager? Haben die aus irgendeinem Grund keine Antikörper entwickelt oder nicht? Das hat man so schnell natürlich nicht erzeugen können.
Also ich würde mal sagen, bei 90% Wirksamkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gut geschützt ist, sehr, sehr hoch. 90%. Wir haben nicht viele Impfstoffe, die wirklich so gut sind in anderen Krankheiten. Das lohnt sich also. Zwei, ja, natürlich, wir werden Masken weiter tragen müssen. Masken und Hygienemaßnahmen sind der Grundpfeiler des Konzeptes, mit dem wir diese Infektionskrankheit, die Pandemie, überwinden können. Überlegen wir mal, wenn wir es schaffen, tatsächlich 9 Millionen Menschen in den ersten 3 Monaten des nächsten Jahres zu impfen, dann sind 70 Millionen immer noch eben empfänglich. Und ich glaube, die Menschen müssen verstehen, wir können nicht unterscheiden zwischen dem, der geimpft ist oder nicht geimpft ist, sondern das ist ein populationsbezogenes Konzept. Und was wir auch nicht wissen ist, und das ist noch nicht untersucht, wir wissen, dass der Geimpfte keine Krankheit bekommt. Es ist nicht geklärt, ob der Geimpfte dann nicht trotzdem das Virus im Nasenrachenraum repliziert, so wie Kinder, ohne Symptome, aber trotzdem das Virus weitergeben kann. Das ist, sage ich mal, noch eine Frage, die hoffentlich die Studien in den nächsten Monaten klären. Mit anderen Worten, die Menschen müssen schon damit rechnen, dass sie noch gutes halbes Jahr mit Maske sich befassen müssen, ja. Und das ist Genau. schön, wenn es im guten halben Jahr gelingt. Ja, das stimmt. Und da schließt sich gleich die Frage an, aber die wird man wahrscheinlich auch noch nicht abschließend beantworten können, wie lange der Impfschutz besteht. Und werden wir jetzt auch Antikörpertiter bestimmen nach der Impfung, um zu sehen, haben wir einen Titer aufgebaut? Ja, also ich sag mal, ich kann Ihnen jetzt sagen, wie lange der Impfschutz besteht. Was wir jetzt wissen, ist 4 Monate, weil das sind die Daten aus den klinischen Studien. Ja. Also wir gehen jetzt mal, ja, das ist die ehrliche Antwort. Mehr kann kein Mensch wirklich sagen. Wir gehen aber mal davon aus, dass der Impfschutz, und wir wissen von den Rekonvaleszenten, dass die Antikörper eben wieder absinken. Aber wir wissen auch, dass die Rekonvaleszenten, die absinkende Antikörper haben, immer noch spezifische T-Zellen haben. Das heißt, sie haben eigentlich immer noch die Grundlage dafür, ihr immunologisches Gedächtnis wieder zu reaktivieren. Also die Hoffnung ist schon, dass der Impfstoff mehrere Monate, vielleicht sogar ein Jahr, zwei hält. Das machen ja die Influenza-Impfstoffe. Mehr kann man im Augenblick nicht sagen. Was ich Ihnen sagen kann, weil man das in der einen oder anderen Studie gezielt geschaut hat, wenn Sie einen Menschen impfen, der die Infektion durchgemacht hat, dann bekommt er durch den Impfstoff eine sehr deutliche und stabile Booster-Antwort, die tatsächlich länger persistiert wie die originäre Impfung. Das heißt also tatsächlich könnte es auch notwendig werden, dass wir wie bei Influenza in einem Jahr nochmal impfen. Dann werden wir ja irgendwann in 2, 3 Jahren in eine Situation kommen, wo viele Menschen geimpft sind und trotzdem dann auch nochmal mit dem Virus Kontakt gehabt haben. Dann werden wir so ein stabiles Verhältnis entwickeln, wie wir das heute in etwa bei der Influenza haben. Ja, dann ist ja die Impfung in erster Linie jetzt erstmal für Patienten, die Risikopatienten sind, die multimorbide sind. Und viele von diesen Patienten sind ja auch antikoaguliert. Wie verhalten wir uns mit diesen Patienten? Können wir die einfach impfen? Ja, das ist eine gute Frage. Also was nicht untersucht, also normalerweise würden Sie für die Patienten eine subkutane Injektion avisieren. Das ist in dieser Studie nicht untersucht. Auf der anderen Seite, im Unterschied zu anderen Impfstoffen ist die Impfstoffdosis nur 0,3 Milliliter. Ich bin jetzt kein Gerinnungsspezialist und das ist tatsächlich in der Pädiatrie ein seltenes Problem, aber ich könnte mir vorstellen, da gebe ich jetzt mal an die Erwachsenenmedizinerin zurück, dass man selbst im antikoagulierten Menschen, vor allen Dingen wenn die diese modernen Antikoagulantien haben, wahrscheinlich tatsächlich 0,3 Milliliter ohne großen Schaden im Muskel nochmal unterbringen kann. Ja, also ist möglich. Deltoideus lässt sich auch besser komprimieren, ganz dünne Nadeln verwenden. Ja. Das wäre so eine Möglichkeit mit. Ja. Die nächste Frage wäre, welchen Abstand muss ich zur anderen Impfung einhalten? Wahrscheinlich, also sagen wir mal, in den klinischen Studien hat man Abstände von über 2 Monaten eingehalten oder hat auch gesagt, vorher soll nichts anderes geschehen. Da es aber im Prinzip agiert wie ein Totimpfstoff, ich glaube, dass wenn der Impfstoff eben dann im allgemeinen Verkehr ist oder verfügbar, dann kann man wie bei anderen Totimpfstoffen wahrscheinlich am Ende nach einer Woche impfen. Im Prinzip haben wir dieses Fenster von einer Woche auch nur eingeführt, um, sagen wir mal, Interferenzen auch von Nebenwirkungsaspekten zu vermeiden. Aber wenn man jetzt in der unklaren Situation sagt, 4 Wochen als Fenster, dann ist das völlig okay. Okay. Was muss ich beachten bei Patienten mit Immunsuppression oder die Chemotherapeutika erhalten? Ja, kein erhöhtes Risiko, was Nebenwirkungen angeht, denn die Nebenwirkungen, die wir sehen, werden im Wesentlichen durch unser eigenes Immunsystem erzeugt. Was man bei allen Patienten mit eingeschränkter Funktion wissen muss, ist, dass es sein kann, abhängig von der Immunsuppression oder Einschränkungen,
kann die Qualität der schützenden Impfantwort, der Immunantwort natürlich eingeschränkt sein. Das heißt, bei diesen Menschen kann man nicht ganz genau voraussagen, wie gut die Qualität der schützenden Antwort ist. Die STIKO hat im Übrigen dazu ein sehr schönes 100 Seiten umfassendes Papier Vorgehen bei immunologischen Störungen auf den Weg gebracht. Da kann man sehr detailliert sich auch zu anderen, auch zu den Wirkstoffen informieren. Und was da gesagt wird, gilt im Endeffekt auch für diesen Impfstoff. Dann auch eine Frage, die uns als Ärzte beschäftigt, die die Aufklärung dann machen. Muss ich in dem Aufklärungsgespräch für die Impfung explizit darauf hinweisen, dass sehr seltene Komplikationen bis jetzt noch nicht bekannt sind? Ja, das würde man machen. Also ich sag mal, man hat, was wäre das Auffälligste gewesen, was man gesehen hat? In der Studie sind zwei Patienten, oder sind ja keine Patienten, also Personen gewesen, die geimpft wurden, die eine Facialisparese entwickelt haben. Das ist aber bei 40.000 Impflingen einfach auch statistisch gesehen zulässig. Man hat nicht den auf Seiten der Studieninvestigatoren nicht das als in Relation bezogen oder verursacht durch den Impfstoff eingeschätzt. Einmal gab es Schwellungen der axillären Lymphknoten. Das könnte möglicherweise damit zusammenhängen. Also insofern, das sind noch keine ungewöhnlichen Dinge. Was wir jetzt gesehen haben in England und in den USA, sind Beobachtungen, dass Menschen, bei denen eine schwere allergische Grunderkrankung vorliegt, das heißt, die schon mal einen anaphylaktischen Schock gehabt haben, dass die Reaktionen gezeigt haben. Das kann aber natürlich auf irgendeinen Bestandteil im Impfstoff sein. Das sind sicherlich Konservierungsstoffe drin, um den Impfstoff auch stabil zu halten. Und da ist jetzt im Augenblick die Empfehlung, dass Personen, die bei denen schwere, in der persönlichen Anamnese schwere allergische Reaktionen aufgetreten sind, sich zunächst zurückhaltend impfen lassen, weil man dann einfach jetzt auch noch mehr Informationen sammeln will bei der Einführung der Impfung. Ja. Also wir könnten jetzt die Stunde noch ausfüllen. Ich habe noch ganz viele Fragen. Vielleicht einfach nur eine spannende Frage, ob Sie die uns auch beantworten können. Gibt es durch diesen mRNA-Impfstoff eigentlich auch einen Schutz gegen die anderen Coronaviren, wenn das gegen das Spike-Protein ist? Nee. Das wird es wahrscheinlich leider nicht geben. Die anderen Coronaviren, die meisten, die wir kennen, sind ja die vier banalen Coronaviren, die im Kindesalter Husten, Schnupfen, Heiserkeit machen. Das ist möglicherweise einer der Gründe, warum Kinder ein bisschen besser wegkommen. Tatsächlich bestehen etwa 40% Strukturhomologien zu dem SARS-CoV-2-Virus. Und diese Corona 1 bis 4, die bei Kindern eine Rolle spielen, die haben wir Erwachsenen, sehen die kaum noch. Die haben damit zu tun, dass Kinder eben engere Kontakte pflegen, einfach Schnuller tauschen und alle diese Dinge ein schlechtes Hygieneverhalten haben. Und wahrscheinlich tragen diese 40% Homologie dazu bei, dass Kinder etwas günstiger eben dort reagieren. Aber zum Beispiel der Impfstoff wäre nicht hilfreich jetzt gegen Ebola oder SARS. Allerdings, sag ich mal, hat man die Erfahrungen, die man bei der Entwicklung von Ebola-Impfstoffen gehabt hat, die hat man AstraZeneca, Oxford, die hat man eingebracht in die Entwicklung des Impfstoffs, der vektorbasiert ist, ja. Ja, also es ist echt spannend. Eine Frage muss ich doch noch stellen. Gibt es eine absolute Kontraindikation für die Impfung? Also eine Kontraindikation wären dann quasi Allergien oder sagen wir ein kompletter Immundefekt. Und im Augenblick ist es so, gehen die Informationen ein bisschen auseinander. In den klinischen Studien sind zum Beispiel keine Schwangeren geimpft worden. Und deshalb gibt es natürlich keine Erkenntnisse dazu. In der Präklinik hat man eben schwangere Tiere, da gab es keine Hinweise für teratogene Effekte. Und im Prinzip in der Kommunikation, zum Beispiel jetzt in UK oder USA, sagt man, nee, das spielt keine Rolle. Also in klinischen Studien muss man immer einen Schwangerschaftstest machen in dem Alter. Allerdings, ich habe mir zwischenzeitlich, kann man auch, wenn man sucht, finden, die Fachinformation in England runtergeladen. Und da ist Schwangerschaft zum Beispiel eine Kontraindikation. Also insofern, mal gucken, wie es hier dargestellt wird, ist keine harte Kontraindikation, weil es wahrscheinlich wie ein Totimpfstoff ist, aber man würde faktisch bei dieser jetzt besonderen Situation zunächst mal zurückhaltend sein, bis wir noch mehr wissen über den Impfstoff. Ja, also ganz vielen Dank. Es war sehr spannend. Also wie gesagt, wir hätten uns jetzt weiter unterhalten können. Aber wir haben noch einen nächsten Gast, auf den ich mich sehr freue. Das ist Dr. Leo aus der Evangelischen Lungenklinik Buch. Er ist Pneumologe und Infektiologe. Und zusammen mit Professor Krohe betreut er im Rahmen einer multizentrischen prospektiven Beobachtungsstudie Patienten, die eine SARS-CoV-2-Virus-Infektion durchgemacht haben.
Und Dr. Leo, wir sind ganz gespannt. Was können Sie berichten von Ihren Patienten aus der Sprechstunde? Was konnten Sie beobachten bei diesen Patienten? Ja, vielen Dank. Guten Abend. Vielen Dank für die nette Einführung und die Vorstellung und die Gelegenheit, hier mich zu dem Thema nochmal äußern zu können und auch austauschen zu können nach einer Diskussion. Das Thema ist Post-Covid-Patienten, Fakten und Empfehlungen. Ich werde den Vortrag so gliedern, dass ich erst noch mal kurz auf den Verlauf der Covid-19-Erkrankungen eingehen werde, dann schildern werde, welches die persistierenden Symptome bei Covid-19-Erkrankungen sind und dann, welches die Empfehlungen zur Nachsorgeuntersuchung sind, natürlich mit Schwerpunkt auf die Pneumologie, für uns als Lungenklinik naheliegend. Die Schweregrade der akuten Covid-19-Infektion sind wahrscheinlich jedem geläufig. Es gibt die leichte und moderate Erkrankung ohne Pneumonie beziehungsweise mit einer leicht verlaufenden Pneumonie. Die schwere Erkrankung ist durch eine schwere Pneumonie definiert, diese wiederum durch eine respiratorische Insuffizienz und die kritische Erkrankung durch Auftreten eines Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS oder einer Hyperinflammation mit dem klinischen Bild einer Sepsis, eines SIRS. Und die Häufigkeitsverteilung ist so, dass die leichten Erkrankungen und moderaten Erkrankungen 80% ausmachen, schwere Erkrankungen 15% und kritische Erkrankungen 5%. Der klinische Verlauf, also unter einer akuten Covid-Erkrankung verstehen wir, wenn die Symptome innerhalb von 4 Wochen abklingen. Es gibt aber auch die anhaltende Covid-19-Erkrankung, persistierende Symptome 4 bis 12 Wochen. Und dann wurde jetzt vom National Institute for Healthcare and Excellence aus Großbritannien definiert den Zeitraum von persistierenden Symptomen nach 12 Wochen. Es gibt ja noch andere Begriffe, die man vorwiegend auch in der Laienpresse hört, Long-Covid, Long-Haulers und so weiter. Aber das ist, glaube ich, eine Definition, mit der man ganz gut was anfangen kann momentan. Neben der Symptomdauer von über 12 Wochen muss natürlich klar sein, dass die Symptome nicht durch andere Diagnosen erklärbar sind. Und charakteristisch für das Post-Covid-Syndrom ist ein Cluster von Symptomen, unterschiedliche Organbeteiligungen, die im zeitlichen Verlauf nicht linear sind, häufig überlappend und fluktuieren können. Und das ist auch ganz charakteristisch, also das sehen wir auch bei vielen Patienten bei uns. Da komme ich später noch dazu. Was für Daten gibt es in der aktuellen Literatur? Also es gibt beispielsweise eine Arbeit aus Italien, die Patienten aus der ersten Welle ausgewertet hat, welche Symptome haben die und wie häufig kommen die vor. Also es ist hier eine Kohorte von 143 Krankenhauspatienten, Durchschnittsalter 57 Jahre. Die waren alle im Krankenhaus mit einer durchschnittlichen Liegedauer von fast 14 Tagen, aber nur 13% intensivmedizinisch betreut und 5% mechanisch beatmet. Das Follow-up war im Median 60 Tage nach der Entlassung. Und man sieht, obwohl die Mehrzahl der Patienten jetzt nicht schwer krank war, doch einen hohen Anteil an Symptomen. Hier auf der linken Seite die Symptome in der Akutphase und gegenübergestellt zum Follow-up-Zeitpunkt. Und man sieht, die dominierenden Symptome sind sowohl in der akuten als auch in der Post-Covid-Phase Müdigkeit, also Fatigue, eine abnorme Erschöpfbarkeit und Dyspnoe. Und das sind immerhin im Follow-up die Fatigue-Symptomatik noch ca. 50% und Dyspnoe über 40%. Es gab in dieser Kohorte nur 13% Patienten, die überhaupt keine Covid-19-Symptome mehr hatten. Und es gab 55%, die 3 oder mehr Covid-19-Symptome hatten. Und in einem Fragebogen, der die gesundheitsbezogene Lebensqualität wiedergibt, hatten 44% eine niedrige Lebensqualität
berichtet. Also man sieht an diesen Daten schon, dass es doch durchaus auch bei leichten oder mittelschweren Verläufen in der Post-Covid-Phase noch einen erhöhten Leidensdruck gibt. Wie sieht das jetzt aus bei nicht hospitalisierten Patienten? Da gibt es weniger Daten insgesamt. Im Oktober ist aber eine Arbeit erschienen aus den Niederlanden. Hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich die Daten anguckt. Das ist, das hat einen Selection Bias. Das sind jetzt keine Häufigkeiten, weil das sind alles Daten von Patienten, die auch Symptome hatten aus einer internetbasierten Umfragegruppe. Und also alle Patienten sind symptomatisch und hier interessiert eigentlich nur die relative Häufigkeit der einzelnen Symptome. Und auch bei diesen Patienten, die zu 95% nicht hospitalisiert waren, die auch noch mal ein bisschen jünger waren, also 10 Jahre jünger im Schnitt, sieht man nach einem Median Follow-up von 79 Tagen, 87% der Patienten haben Fatigue und 70% haben Dyspnoe. Dazu kommen noch sehr häufig Kopfschmerzen, immerhin über ein Drittel, Husten über ein Drittel der Patienten, Brustschmerzen über ein Drittel der Patienten, also eine große Vielfalt an Symptomen auch und viele der Symptome bestehen eben zeitgleich oder fluktuierend. Was sind jetzt die möglichen pathophysiologischen Mechanismen der Symptomatik? Hier ist, glaube ich, im Gegensatz zu dem, was Professor Zepp dargestellt hat, wo es sehr viel natürlich Forschungsergebnisse gibt und sehr viel Gewissheit gibt, gibt es das hier nicht. Und es ist bei uns in der Covid-Nachsorge eigentlich eher so das Gefühl, wir beobachten was, verstehen es aber noch nicht so richtig. Wenn man sich die möglichen Mechanismen anguckt, das sind alles Mechanismen, die gezeigt worden sind in Autopsiestudien beispielsweise, die an der akuten Covid-Infektion ihren Anteil haben und möglicherweise auch in der postakuten Phase. Das sind einmal die direkte Gewebeinvasion durch das Virus. Das ist unter anderem im Nierengewebe gezeigt worden, aber wahrscheinlich vor allen Dingen eine systemische Inflammation, Zytokinsturm und der dann letzten Endes zur Dysregulation des Immunsystems führt. Endotheliitis und Hyperkoagulabilität spielen auch eine Rolle bei der Entstehung von Thromben und thrombembolischen Erkrankungen oder was natürlich auch denkbar ist, eine Kombination von mehreren Faktoren. Das Problem in der klinischen Praxis ist, wir haben eigentlich bis jetzt keine vernünftigen Messparameter oder Biomarker, die in der postakuten Phase uns da irgendwie weiterbringen. Es gibt natürlich Situationen, wo es relativ gut untersucht ist und auch relativ einfach ist, zum Beispiel bei einer kritischen Covid-19-Pneumonie mit ARDS. Hier sieht man das typische ARDS-Bild mit der Dreischichtung und es ist schon während der SARS-1-Pandemie, die überwiegend in Südostasien stattgefunden hat, da ist es schon gezeigt worden im Grunde und auch bei anderen Formen oder Ursachen, dass ARDS das mit dem CT-Verlauf die histopathologischen Stadien korrelieren. Das ist in der akuten Phase ein diffuser Alveolarschaden, der dazu führt, dass es zu einem interstitiellen und intraalveolaren Ödem kommt. Nach circa 10, 14 Tagen wandern dann Fibroblasten ins Gewebe ein oder in die distalen Luftwege auch und es kommt zur Bildung einer fibromyxoiden Matrix in Alveolarräumen, die sich bei leichteren Verläufen in der Regel dann auch wieder auflöst, aber es kommt auch zu Fibrosierungen und es wurde gezeigt in den Autopsiestudien, dass das bei schweren Verläufen auch recht früh der Fall war, so wie in der SARS-CoV-1-Pandemie, schon nach 14, 21 Tagen teilweise ausgeprägte Fibrosierungen. Inwieweit das bei leichten Verläufen ist, also man kann sicher sagen, dass bei leichten Verläufen, bei leichten Pneumonien jetzt eher seltener ist, aber genaue Daten gibt es momentan nicht und natürlich auch keine Langzeitdaten. Fibrosierungen entwickeln sich langsam. Es wird auch bei der idiopathischen Lungenfibrose, IPF, immer mal wieder diskutiert, ob virale Infektionen an der Pathogenese beteiligt sind und interessanterweise wurde für SARS-CoV-1 auch gezeigt, dass es neben diesen allgemeinen Mechanismen der Defektreparatur
auch virusspezifische Signalwege gibt, die zu Lungenfibrosierung führen können. Die Abklärung von Dyspneu nach Covid-19-Pneumonie muss natürlich relativ viel umfassen. Man muss an relativ viele Erkrankungen denken. Es muss ja nicht jedes Mal gleich eine Lungenfibrose sein, sondern es kann auch mal so sein, dass wie nach anderen Virusinfektionen man eine Hyperreagibilität des Bronchialsystems hat und dass es zu einer Verschlechterung oder Erstmanifestation einer obstruktiven Lungenerkrankung kommt. Nicht auszuschließen natürlich auch, dass es in der Initialphase durch die ja bekanntermaßen bestehende Hyperkoagulabilität zu einer, zu meinetwegen Lungenarterienembolie oder autochthonen Thrombosierung der kleinen Lungengefäße gekommen ist und dass sich im langen Verlauf möglicherweise chronisch thrombembolische pulmonale Hypertonie entwickelt. Herzinsuffizienz natürlich auch möglich, zu der kardialen Beteiligung komme ich gleich noch. Und CT-Thorax-Verlaufsstudien und histopathologische Daten haben eigentlich schon gezeigt, also dass es neben dem fibrosierenden Lungenparenchymveränderung auch andere Schädigungsmuster gibt, beispielsweise postinfektiöse organisierende Pneumonie. Das ist letzten Endes, wenn sich in dieser Phase hier die Entzündungsreaktion und Bindegewebsreaktion nicht adäquat wieder auflöst. Das gibt es in der Pneumologie relativ häufig, auch nach anderen Infektionen, medikamentös induziert, auch bei Autoimmunerkrankungen. Und wenn man keine Ursache findet, dann wird das als kryptogen organisierende Pneumonie bezeichnet. Aber das histopathologische Muster nennt man organisierende Pneumonie und das tritt eben auch bei anderen Virusinfektionen, unter anderem bei Coronavirusinfektionen auf. Postinfektiöse Bronchiolitis obliterans, auch ein, kennt man auch von anderen Viruserkrankungen, auch bei Covid-19 schon gezeigt worden. Man muss natürlich, denn das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt die Nachsorge zu sehr auf eine Fachrichtung beschränkt. Es ist natürlich eine Lungenentzündung primär, aber wir wissen auch um die Gefahr der extrapulmonalen Organmanifestation. Nierenbeteiligung, akutes Nierenversagen mit Dialysepflichtigkeit tritt bei 6% der stationären Covid-19-Patienten auf. Das war in der großen deutschen Studie mit über 10.000 Patienten gezeigt worden, die im September im Lancet Respiratory Medicine erschienen ist. Der Langzeitverlauf der Nierenfunktion ist nicht bekannt und wir wissen natürlich auch nicht, was passiert eigentlich bei den nur leicht erkrankten Patienten, die möglicherweise gar nicht im Krankenhaus waren und überhaupt keine Bestimmung der Nierenfunktion hatten. Kardiale Beteiligung, da gibt es auch verschiedene Muster. Es gibt Typ 1 und Typ 2 Myokardinfarkte treten. Also es ist eine relativ häufige Komplikation. Herzrhythmusstörungen auch, das sehen wir auch immer wieder bei Patienten unserer Ambulanz. Myokarditisfälle auch bis hin zu Ausbildung einer inflammatorischen dilatativen Kardiomyopathie. Interessant in dem Zusammenhang eine MRT-Studie, die in Frankfurt gemacht wurde. Da wurden median 72 Tage nach der überstandenen Covid-Infektion Cardio-MRTs bei den Patienten gemacht und man hat in 60% der Fälle eine kardiale Inflammation im Cardio-MRT nachweisen können. Und häufigste Symptome dieser Patienten waren Thoraxschmerz, Dyspnoe, Palpitation und aber auch Erschöpfung. Also das ist natürlich interessant. Also Cardio-MRT kann man natürlich jetzt nicht bei jedem Patienten machen, aber es zeigt einfach, dass man auch aufs Herz achten muss und genau gucken muss, was da eigentlich los ist, auch wenn ein Patient meinetwegen Fatigue-Symptomatik oder Palpitationen oder leichte Herzrhythmusstörungen präsentiert. Neurologische Beteiligung ist häufig in der Initialphase, Myalgien, Kopfschmerzen, Dysosmie, Dyskinesie, das kennt wahrscheinlich jeder von seinen Patienten, schwere neurologische Komplikationen auch, machen bei über 10% Enzephalopathie, Enzephalitis, Epilepsie, Schlaganfälle und bedeutsam der bei den Intensivpatienten Critical Illness, Polyneuropathie und Myopathie und die Muskelschwäche, die auf der Intensivstation nach längerer Wartungsdauer erworben wird und die
auch dazu führt, dass ein hoher Anteil an Patienten einfach bei zum Entlassungszeitpunkt funktionell so stark eingeschränkt ist, dass eigentlich eine Anschlussheilbehandlung direkt notwendig wird. Psychische Störungen, Depression, Angststörung, posttraumatisches Belastungssyndrom muss alles mit berücksichtigt werden. Chronisches Fatigue-Syndrom finde ich persönlich ganz interessant. Es gibt ja im Grunde genommen schon, also es ist natürlich auch eine Erkrankung, das chronische Fatigue-Syndrom oder ME, eine Autoimmunerkrankung, die wahrscheinlich auch ausgelöst wird durch eine Dysregulation des autonomen Nervensystems und des Immunsystems, ist nicht so einfach zu diagnostizieren. Es gibt unterschiedliche klinische Kriterien und es ist auch nicht einfach zu behandeln. Man kann sich so ein bisschen orientieren an den kanadischen Kriterien von 2003 und für die Diagnosestellung ist aber in der Regel gefordert, dass die Erkrankungsdauer über 6 Monate besteht. Auch beim CFS ist der Beginn meist akut, sodass auch hier diskutiert wurde, dass Virusinfektionen möglicherweise ein Auslöser oder ein prädisponierendes Ereignis darstellen. Kennzeichnend ist ein Erschöpfungszustand und eine Zustandsverschlechterung nach Belastung, also eine Belastung, was die Patienten oft als Belastungsdyspnoe beschreiben, ist aber in Wirklichkeit manchmal eher eine Belastungsintoleranz oder so ein Post-Exercise-Malaise, wie es auch genannt wird. Und auch das kann fluktuieren, es kann chronisch andauern oder aber rezidivierend auftreten. Dazu gehören noch einige obligate andere Kriterien, Schlafstörungen, nicht erholsamer Schlaf, Schmerzen, neurologische oder kognitive Manifestationen. Das sehen wir ja auch häufig bei unseren Patienten. Also es gibt da viele Parallelen zu dem Post-Covid-Fatigue-Syndrom. Und auch hier gilt natürlich, es müssen andere Ursachen der Fatigue, die ja vielfältig sind, ausgeschlossen werden. Und viele Patienten mit CFS haben einen sehr langen Weg durch die Diagnostik und werden oft als Depression oder Burnout-Syndrom interpretiert. Diese kanadischen Kriterien, die kann man zum Beispiel auf dieser Seite hier, fatigatio.de, online mit so einer Checkliste sich anschauen und gucken, ob zum Beispiel der Patient, den man gerade hat und solche Symptome aufweist und auch schon seit einem entsprechend langen Zeitraum, ob die Kriterien erfüllt sind. Was sind die Empfehlungen jetzt zur Nachsorge nach der stationären Therapie von Patienten mit Covid-19? Es gibt ja seit dem 23.11. eine von der DGP und anderen Fachgesellschaften federführend herausgegebene Leitlinie. Und da steht drin, dass also auch zum Zeitpunkt der Nachsorge, das ist so 8 bis 12 Wochen, eine Nachuntersuchung bezüglich Langzeitfolgen erfolgen soll. Idealerweise im Rahmen von Registern oder Studien. Wie ist es bei uns? Also wir haben zusammen mit dem Herzzentrum in Bernau und dem Unfallkrankenhaus Berlin im April angefangen mit so einer Nachsorgestudie. Und wir hatten am Anfang so schon nach 4 Wochen geguckt. Das lag auch daran, weil die Patienten in der ersten Welle überwiegend stationär in Bernau waren und im Unfallkrankenhaus Berlin, die keine pneumologischen Abteilungen haben. Und es hat einfach uns interessiert und die Kollegen dort interessiert, wie eigentlich die Lungenfunktion bei den Patienten ist. Und wir haben das jetzt ein bisschen ausgedehnt. Also die Erstvorstellung erfolgt meistens schon jetzt nach 8 Wochen eher und Verlaufskontrollen in der Regel nach 6 und 12 Monaten. Also die ersten Patienten waren auch schon zu den Verlaufskontrollen da. Und auch es ist tatsächlich so, dass ein hoher Anteil der Patienten auch immer noch Symptome hat. Was gibt es noch in Berlin? Es gibt Hochschulambulanzen der Charité, die sich damit beschäftigen. Es gibt das Fatigue-Zentrum am Virchow-Klinikum. Das ist auch, glaube ich, relativ bekannt durch die Presseberichterstattung. Und es gibt eine neurologische Ambulanz mit 2 Standorten, im Virchow-Klinikum und am Campus Buch, die sich auch mit diesen Patienten beschäftigen und die Patienten ambulant sehen. Die pneumologische Nachsorge, also für uns hat das in erster Linie klinisch, rein vom klinischen Standpunkt, das Ziel, die
Ursachen von persistierender Belastungsdyspnoe zu erkennen und behandelbare Störungen der Lungenfunktion zu diagnostizieren. Und das Screening auf Störungen anderer Organfunktionen, das kann man ja in der Regel ganz gut machen mit Laboruntersuchungen und mit oder auf neurologische und psychische Folgen mit Fragebögen, die in der klinischen Forschung ja auch zum Einsatz kommen. Es gibt aber auch Kurzformen von vielen Fragebögen, die so für den klinischen Alltag geeignet sind. Also zum Beispiel diesen PHQ-4, der umfasst zwei Fragen zu Depressionen und Ängstlichkeit und ist gut validiert jetzt im Vergleich zu ausführlicheren Fragebögen. Und wenn sowas erfasst wird, dann wäre das für mich ein Grund, Patienten dann auch mal psychiatrisch oder psychologisch vorzustellen oder zu überweisen. Es macht auch Sinn, in so einer pneumologischen Nachsorge Rehabilitationsbedarf zu erkennen. Dazu muss auch die physische Belastbarkeit erstmal bestimmt werden und die Lebensqualität erfasst werden, die die persistierenden Symptome auf die Patienten haben. Wir machen das so, dass wir versuchen, möglichst systematisch die Anamnese, also die vorbestehenden Erkrankungen natürlich auch zu berücksichtigen, Symptome und Lebensqualität zu erfassen, nutzen da verschiedene Fragebögen und Skalen, aber noch im Rahmen, wo es eigentlich für die Patienten gut machbar ist, das auszufüllen. Die Laboruntersuchungen orientieren sich an den erwartbaren oder den Organmanifestationen, die eigentlich aus meiner Sicht unbedingt ausgeschlossen werden müssen. Dann kommen bei uns die apparativen Untersuchungen. Bodyplethysmographie ist so die Basisuntersuchung. Da kann man die zwischen obstruktiven und restriktiven Mustern differenzieren, Diffusionsstörungen aufdecken, die auch in Ruhe bei vielen Patienten nach einer Covid-19-Pneumonie noch vorhanden ist. Die Atemmuskelkraft kann man bei uns messen und das ist vor allen Dingen wichtig für Patienten mit Schwächen der Atemmuskulatur nach Beatmung. Echo oder zur Verlaufskontrolle auch einer NIF, einer nicht-invasiven Beatmung, Echokardiographie und Belastungstest. Und wenn pathologische Befunde erhoben werden oder Befunde, die auf ein bestimmtes Muster einer pulmonalen Schädigung hindeuten, dann gegebenenfalls noch eine thorakale Bildgebung. Nur so, einfach so, ohne Einschränkungen, radiologische Verlaufskontrollen sollten nicht gemacht werden, weil wenn man keine therapeutische Konsequenz erwartet, dann braucht man eigentlich die Strahlenexposition dem Patienten nicht zuzumuten. Nochmal ganz kurz eingehen würde ich auf die Spiroergometrie im Vergleich zum 6-Minuten-G-Test. Spiroergometrie ist ja ziemlich aufwendig. Das ist auch klar, dass das nicht in jeder Praxis so standardmäßig gemacht wird. Im Gegensatz zum 6-Minuten-G-Test, der einfach durchführbar ist, den man auch bei älteren Leuten machen kann, die jetzt nicht ganz so mobil sind und man hat trotzdem eine ganz gute und gut validierte Aussage über die Sauerstoffsättigung oder den Sauerstoffpartialdruck unter Belastung und das Herzfrequenz- und Blutdruckverhalten und hat auch ein über die Borg-Skala, die da verwendet wird, Aussage über die subjektive Symptomatik für Dyspnoe und Erschöpfung. In der Spiroergometrie, das ist dann eher eine Untersuchung, die wirklich sehr schön detailliert die Leistungsfähigkeit beurteilen kann und überhaupt Dyspnoe-Beschwerden objektivieren kann, pulmonale Limitation, kardiale Limitation differenzieren kann, auch Dekonditionierung feststellen kann nach längere Inaktivität und andere, ja, vielleicht weniger bekannte Parameter kann man auch noch erheben, zum Beispiel das Ausmaß einer dynamischen Überblähung bei obstruktiven Lungenerkrankungen und man kann nicht zuletzt auch Hinweise auf pulmonale Hypertonie in der Spiroergometrie finden. Ist natürlich eine Untersuchung, die eigentlich für sonst fitte Patienten gut geeignet sind, aber gerade das sind ja die Patienten, die in der Postakutphase bei Covid-19 die Beschwerden haben. Dann, wenn man dann eine Bildgebung macht, idealerweise versucht man dann da ein Muster zu erkennen, in welche Richtung das geht. Also bei fibrosierenden Lungenerkrankungen gibt es sichere Hinweise.
wenn retikuläres Muster und Transtraktionsbronchiektasen zu sehen sind. Oder hier rechts, das ist auch ein Post-Covid-Patient, beziehungsweise seit 4 Wochen bestehende Covid-19-Pneumonie, wo die Milchglasinfiltrate in Konsolidierung übergegangen sind und wo sich so das Verteilungsmuster im zeitlichen Verlauf ändert, so wie man das bei einer organisierenden Pneumonie häufig sieht. Und solche Veränderungen sprechen auch zum Beispiel sehr gut und schnell auf Steroidtherapie an. Und so kann man dem Patienten eigentlich dann gut helfen. Zusammenfassend, die Rationale der pneumologischen Covid-Nachsorge für uns ist eigentlich erstmal eigentlich gegeben, weil Belastungsdyspnoe und Fatigue die häufigsten Symptome sind nach überstandener Akutphase der Covid-19-Erkrankung. Symptome können zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten beim Post-Covid-19-Syndrom. Man kann, wenn man es ausführlich macht, oft differenzieren, welches Schädigungsmuster vorliegt und pulmonale Folgeerkrankungen einordnen und behandeln. Das ist die ganze aufwendige apparative Diagnostik. Screening auf andere Symptome und Störungen können dahingegen mit Fragebögen, Skalen, Laboruntersuchungen einfacher durchgeführt werden. Deswegen finde ich es sinnvoll, dass in der Pneumologie so eine Nachsorgeuntersuchung verortet ist. Was braucht man aber noch? Man braucht letzten Endes durch die vielen verschiedenen und vielfältigen Organmanifestationen eine interdisziplinäre Kooperation. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben da vernünftige Strukturen dafür. Es gibt, also wir stehen zum Beispiel in Kontakt und tauschen uns aus mit der neurologischen Ambulanz, mit der CFS-Ambulanz und es ist natürlich so, dass die Patienten vielleicht auch nicht immer gleich an der richtigen Stelle landen. Und man muss im Grunde da schauen, dass man sich so ein bisschen vernetzt. Und aber insgesamt müssen, glaube ich, die Strukturen und die Expertise in der Behandlung von Post-Covid-Patienten ausgebaut werden. Da ist noch viel Bedarf. Man muss natürlich auch Daten sammeln, idealerweise. Deswegen Verlaufsbeobachtungen in Registerstudien. Fachärztliche Mitbehandlung muss man veranlassen, wenn man Hinweise hat auf spezifische Organdysfunktionen und nicht zuletzt Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen. Durch unsere Untersuchung schaffen wir es dann oft zu sagen, in welche Richtung jetzt die Rehabilitation schwerpunktmäßig gehen muss, ob das eher pneumologisch, kardiologisch, neurologisch oder psychosomatisch vom Schwerpunkt her sein muss. Zum Schluss wollte ich noch hinweisen auf ein Thema, was ich auch wichtig finde. Covid-19 ist eine Berufskrankheit für uns als Beschäftigte im Gesundheitswesen. Und auch schon der Verdacht, dass die Infektion am Arbeitsplatz erworben wurde, sollte eigentlich zu einer Meldung an die zuständige Berufsgenossenschaft führen. Das ist nicht nur relevant für die Trägerschaft von Rehabilitationsmaßnahmen, sondern insgesamt, weil viele Beschäftigte im Gesundheitswesen, und davon haben wir auch schon einige gesehen bei uns in der Sprechstunde, einfach in der Akutphase völlig untergegangen sind, zu Hause geblieben sind, in Quarantäne, aber trotzdem jetzt nach Monaten noch Beschwerden haben. Und diesen letzten Endes kommen diese Patienten hier in die Sprechstunde und sind noch nie ärztlich gesehen worden. Und das ist einfach, finde ich, nicht akzeptabel, dass gerade dass gerade wir als Beschäftigte im Gesundheitswesen, die sehr exponiert sind, dann in der Behandlung zu kurz kommen. Und deswegen finde ich, ist eine Abklärung in der Postakutphase wichtig. Und das, glaube ich, schuldet man auch den Mitarbeitern im Gesundheitssystem so ein bisschen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Leo, für diese spannende Übersicht. Sicherlich ein Thema, was erst zunehmend so ins Interesse aller gerät, wo wir einfach auch ein ausreichendes Maß sozusagen an Post-Covid-Patienten haben. Umso bemerkenswerter die Studie, wo ich glaube, dass sie gute Daten und wichtige Daten generieren werden. Ich habe aber mal eine Frage. Wir haben natürlich die Luxussituation, dass wir den Post-Covid-Patienten mit Beschwerden in eine der Sprechstunden oder in ihre Sprechstunde schicken können oder auch zum Pneumologen. Aber letztendlich, man kann ja nicht jeden Post-Covid-Patienten zum Pneumologen schicken. Was mache ich denn als Hausarzt? Habe ich da eine kleine Werkzeugkiste, die Sie mir mit an die Hand geben können?
Also ich denke, wenn der Patient jetzt im Zeitfenster ist von 4 bis 8 Wochen nach Erkrankungsbeginn, dann reicht, glaube ich, so eine Basisuntersuchung, die man auch beim Hausarzt machen kann. Also ein kardiale Biomarker, Check der Nierenfunktion, EKG, vielleicht mal eine Spirometrie. Und dann, wenn da jetzt keine gravierenden Störungen auffallen, dann kann man sicherlich auch mal einfach zuwarten und den Verlauf der nächsten Wochen abwarten. Und wenn die Beschwerden aber persistieren und über 12 Wochen hinausgehen, dann denke ich, sollte eine intensivere Abklärung gemacht werden. Und wenn der Patient jetzt Luftnot hat und ich will eine Bildgebung anstreben, weil die Lungenfunktion vielleicht auch pathologisch war, dann immer CT oder konventionellen Röntgenthorax? Im Grunde genommen, bei Patienten, die vorher schon ein Low-Dose-CT hatten, kann man das nochmal machen. Man muss natürlich vorher schauen, ob möglicherweise Hinweise auf eine Thromboembolie vorliegen. Also das auf jeden Fall, weil die meisten Patienten, die wir so sehen, die haben in der Akutphase eigentlich einen Röntgenthorax gekriegt oder ein Low-Dose-CT. Das ist eigentlich so das übliche Low-Dose-CT. Kriegen ja fast alle Patienten jetzt in der Notaufnahme, die wir so sehen. Und können wir uns schon vorstellen, dass die ein oder andere thromboembolische Komplikation da so ein bisschen untergeht. Und das haben wir auch schon gesehen. Also ich glaube, so pauschal kann man das nicht beantworten, wer jetzt welche Bildgebung braucht. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob er überhaupt schon mal eine gehabt hat und vielleicht auch so von dem Muster in der Lungenfunktionsuntersuchung. Also jemand, der jetzt eindeutig eine obstruktive Lungenerkrankung eher hat, dann der braucht jetzt nicht unbedingt ein CT. Also so in der Akutphase sehen wir doch häufig, dass wir im Röntgenthorax fast gar nichts sehen, im CT dann ausgedehnte Veränderungen, sodass ich jetzt also persönlich, ohne in der Post-Covid-Betreuung aktiv zu sein, eher zum CT tendieren würde. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also vor allen Dingen, wir machen eigentlich meistens schon, oder wir machen eigentlich immer erst die Lungenfunktionsuntersuchung. Es sei denn, da in der normalen Bodyplate-Tomographie sind die Einschränkungen schon so stark, dass man auch Bedenken hat, jetzt eine intensive Belastungsuntersuchung durchzuführen. Dann würde ich noch die Bildgebung vor die Belastungsuntersuchung schalten. Sie haben ja auch darauf hingewiesen, dass es erhebliche psychische Folgen haben kann, diese Covid-Erkrankung. Einfach mal so aus Ihrer Ambulanztätigkeit heraus, wie würden Sie so die Frequenz von psychischen Störungen einschätzen? Also sehr hoch. Also ich glaube, so circa 80% der Patienten geben psychische Symptome an oder neuropsychologische Symptome, wie einen depressiven Affekt, Konzentrationsstörung, Schlafstörung. Also das sind so die häufigsten Symptome oder Merkfähigkeitsstörungen. Also das ist sehr häufig. Ja. Und was können Sie da so spüren oder erfragen, woher das kommt? Was glauben Sie, haben Sie da eine Hypothese zu? Ich meine, Sie sind jetzt nicht Psychiater oder Neurologe, aber so im Gespräch mit dem Patienten hört man da ja häufig doch auch viel raus. Also ich glaube, es ist oft eine Frustration darüber, dass überhaupt dass man nach so langer Zeit noch Symptome hat, auch die körperlichen Symptome hat, also die ja auch also immer da sind. Also ich kann mich jetzt nicht an viele Patienten erinnern, die ausschließlich psychische Symptome geschildert haben, sondern ich glaube, das ist irgendwie spielt sehr stark zusammen mit den körperlichen Einschränkungen, mit der Erschöpfbarkeit und gehört möglicherweise in diesen Fatigue-Syndrom-Komplex mit rein oft. Aber es ist, glaube ich, also ich denke schon, dass diese Patienten auch dann fachärztlich gesehen werden sollten, unbedingt. Ja, ich glaube, das ist ein guter Hinweis, dass die Patienten doch in erheblichem Maße da entsprechende Unterstützung brauchen. Ja, vielen Dank. Das Problem ist ja oft eher, wie man das jetzt quantitativ bewältigt in Zukunft. Ne? Wenn wir das jetzt sehen, wir sind jetzt in Berlin bei 100.000 Covid-Patienten und selbst wenn man jetzt vorsichtig schätzt, dass 10% davon eine Erkrankung, dass sie länger Symptome haben, dann haben wir ja trotzdem 10.000 neue Patienten, die möglicherweise neurologische oder psychische Symptome aufweisen. Ne? Und also
Aber ich glaube, dass wir in der hausärztlichen Basisversorgung natürlich da auch was anbieten können. Und wichtig ist, glaube ich, dass man einfach diesen Aspekt so im Vordergrund, also einfach sieht und wirklich auch mit abfragt. Auf jeden Fall. Also das hilft auch schon, glaube ich, allein das, dass man das wahrnimmt und mit den Patienten darüber spricht. Also und ich empfinde das auch so, dass diese Patienten dankbar sind und das auch sehr zur Kenntnis nehmen, wenn das alles angesprochen wird. Ne? Man braucht da, glaube ich, keine Scheu haben und man, also es ist natürlich gut, dass wir das mit den Fragebögen machen, weil dann, da hat auch keiner dann irgendwie Probleme, das selber anzusprechen. Also es muss keiner von sich aus ansprechen. Man muss es auch nicht so selber erfragen, aber wenn man dann die Fragebögen sieht, was die Antworten sind, dann kommt das Gespräch zustande. Und alleine das, glaube ich, hilft auch schon vielen Patienten. Ja, Herr Leo, nochmal ganz herzlichen Dank. Auch der Hinweis auf die BG-Meldung ist sicherlich ganz essentiell für unsere Kolleginnen und Kollegen. Das wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle derzeit noch gar nicht praktiziert. Wir kommen damit zum Ende unserer Veranstaltung. Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen einfach ganz wichtige Aspekte nochmal neu beleuchten konnten. Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme. Wir danken den Referenten. Wir danken unserem Sponsor, der SYNLAB. Wir wollen uns aber auch für die professionelle technische Unterstützung bei Tusus Film bedanken und hoffen, dass Sie gesund und negativ bleiben. Bis dahin.